Ich begrüße euch an diesem heiligen Abend, in der heiligen Nacht, egal wo ihr gerade seid. Wir sind heute zusammen in unserem Wohnzimmer. Egal, ob ihr nicht in die Kirche wollt oder ob ihr nicht in die Kirche könnt. Wir hier haben keinen Lockdown. Wir können verbunden sein und wir können zusammen Weihnachten feiern. Und das wollen wir tun. Bei all der Ernsthaftigkeit gerade um uns herum, mit ein bisschen Spaß, mit viel Freude und mit der Frage, was hat Zukunft eigentlich mit Weihnachten zu tun? Und was können wir von den Figuren lernen, wenn wir uns fragen, was soll nur werden? Gemeinsam machen wir uns auf den Weg zur Krippe, wagen einen Blick hinein und brechen dann gemeinsam neu auf. Lasst uns miteinander beten. Gott, du hast uns heute hier zusammengeführt, in dieser heiligen Nacht. Lass uns einen Blick wagen in die Krippe, denn wir brauchen das Licht, das von dort scheint. Wir brauchen es in unseren Herzen, wir brauchen es in unserem Geist, in unserem Verstand. Schenke du uns die Weitsicht, dass Zukunft immer mit dir gestaltet wird und dass du bei allem Neuen an unserer Seite und dabei bist. So sei heute bei uns und alle Tage. Amen. Zerreißen. U wie ungewiss. K wie konfus. U wie unglaublich. N wie neu. F wie frei. T
wie traumhaft. Zukunft, sie kommt, weil Zeit nun einmal nie stillsteht. Mal kommt die Zukunft freudig erwartet, mal von sorgenvollem Blick begleitet. Manche nehmen die Herausforderung, Zukunft zu gestalten, gerne an und andere schwelgen lieber in der Vergangenheit, wo alles viel, viel besser war. Zukunft. Ich habe mich selten so viel mit ihr befasst wie in den letzten Jahren. Vielleicht, weil ich älter geworden bin, ganz gewiss aber auch, weil so viel los war. Spätestens mit Corona kam ein wie lange noch und ab wann in mein Leben, ein was wird, das mich täglich begleitet hat. Und auch unabhängig davon, was war nicht alles los? Ein Donald Trump, der als größter Sexist und Verschwörungstheoretiker das mächtigste Land der Welt regieren durfte? Streit um geflüchtete Menschen, die ein Zuhause suchen, das keiner ihnen geben möchte? Die Welt, die kollabiert und Fakten in den Debatten völlig egal sind? Eine scheidende Kanzlerin in so viel Chaos hier in Deutschland und eine Ampel, die hoffentlich gut zu schalten weiß zwischen Grün und Rot. Emotionen bestimmen unser Leben im Moment, wohin das Auge reicht. Gefühle und die Zukunftsfrage sind so aktuell wie nie und scheinen zusammenzuhängen. Und ich frage mich selbst immer noch und immer wieder, was wird? Und auch bei mir sind es vor allen Dingen Gefühle, die da in den Vordergrund rücken. Auch ich emotionalisiere alles. Ist das falsch? Oder ist es vielleicht gar nicht anders möglich? Und was hat das eigentlich alles mit Weihnachten und mit der Weihnachtsgeschichte zu tun? Die Weihnachtsgeschichte ist für mich persönlich der Inbegriff vom Umgang mit der Zukunft. So viele Figuren, die uns begegnen, so viele Menschen mit ihren Geschichten und ja, auch mit ihren Gefühlen. Und auch sie lassen sich von ihnen leiten. Und deshalb möchte ich heute nochmal genau hinschauen auf die Geschichte, die vor 2000 Jahren davon erzählt, wie Gott in die Welt kam und Zukunft gestaltete für alle Menschen. Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir, sagt der Engel zu Maria. Und sie erschrickt doch. Fürchte dich nicht, sagt er ihr darauf zu. Fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Unglaubliches passiert hier. Mein Gott, was wird sie gedacht haben, Maria? Ein Kind. Und was ist eigentlich mit Josef? Ihr Mann würde das mitmachen. Aber da war ein Engel Gottes. Und das muss doch was Gutes sein, oder? Und dann war da ihr Kind. Gottes Kind. Ein Kind, einfach mal so. Was sollte nun passieren? Unglaubliches. Da kann man schon mal Angst haben und sich fürchten. Und doch in all der Ungewissheit und in all ihrer Angst antwortet Maria: Mir geschehe, wie du gesagt hast. Was für ein Satz. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria kennt die Zukunft nicht. Sie weiß nur, ab jetzt wird es anders werden. Und sie entschließt sich, Vertrauen zu haben, dass es gut werden wird. Josef, der gerechte Mann, er war verletzt. Und doch, er wollte Maria nicht bloßstellen. Er beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Doch alles kam anders. Ein Engel erschien auch ihm im Traum. Das erste Mal, um ihn aufzufordern, zu bleiben und Gottes Heilsplan mitzugehen. Und das zweite Mal, um Jesus zu retten. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Josef, in was für eine Geschichte war er da nur reingeraten? Er kannte die Schriften, die vom Messias aus dem Hause Davids erzählten. Er erinnerte sich. Manchmal ganz kurz war in ihm der Gedanke aufgeblitzt, ob es zu seiner Zeit passieren wird.
ob es mit ihm etwas zu tun haben wird. Die Ungerechtigkeit war groß. Wer wartete nicht auf den König, der alle befreien würde? Doch diesen Gedanken hatte er immer schnell verdrängt. Weil er nicht glaubte oder weil er es nicht wollte. Er wusste es nicht mehr. Doch nun war er mittendrin. Maria, Jesus, sie waren seine Familie. Und damit war auch er Teil von Gottes Heilsplan. Er wusste, er würde bleiben. Er würde sie beschützen und sich um sie kümmern. Und das nicht nur aus Pflichtgefühl. Nicht nur, weil der Engel es gesagt hat. Sondern aus Liebe. Josef würde aus Liebe bleiben. Da ist noch jemand anderes in der Geschichte. Und er fühlt sich um seine Zukunft betrogen, als er von dem neuen König der Juden erfährt. Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindelein. Und wenn ihr es findet, so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. So hatte es er den Sterndeutern aufgetragen. Und nun haben die fremden Gelehrten ihn auch noch hinters Licht geführt. Die Weisen aus dem Morgenland sollten zu ihm zurückkehren und ihm sagen, wo Jesus ist. Er wollte den neuen König auch besuchen. Und Geschenke bringen, hatte er ihnen gesagt. Aber die Weisen hatten den falschen Braten gerochen. Sie merkten, da stimmt was nicht und gehen nicht von der Krippe zurück zu Herodes. Und in seinem Herzen gewinnt die Angst und der Wahnsinn. Da ist er, Herodes. Er will diese neuen Entwicklungen nicht so einfach hinnehmen. Er beschließt sich, kein Vertrauen zu haben, nicht in Liebe zu handeln. Er hat kein Vertrauen in Gott, kein Vertrauen in die Zukunft. Er nimmt lieber alles selbst in die Hand, denn es soll bitte schon alles so bleiben, wie es ist. Und damit alles für ihn so bleiben kann, wie es ist, muss er vielen anderen die Zukunft nehmen. Er befiehlt, alle Kinder bis 2 Jahre umzubringen. Eine der schlimmsten Geschichten der Bibel. Und diese steht im Zusammenhang mit Weihnachten, auch wenn wir das vielleicht nicht gerne hören. An Weihnachten geht es um Zukunftsfragen und auch Herodes wählt seine Antwort darauf. Der Kindermord von Bethlehem steht für eine geraubte Zukunft, für Unwissenheit, die sich entscheidet, Angst dem Vertrauen vorzuziehen, und damit geht alle Besonnenheit und aller Frieden den Bach runter. Sie suchen und finden die Sterndeuter, die Könige. Sie sehen einen Stern und wissen, da ist das Zeichen. Das Zeichen, auf das Sie und Generationen vor Ihnen gewartet haben, was Sie gesucht haben. Und Sie landen bei Herodes, bevor Sie an die Krippe kommen. Und auch Sie träumen und erkennen in Ihrem Herzen die Wahrhaftigkeit des Kindes und die Falschheit Herodes. So legen sie dem neuen König Geschenke vor die Füße und dem alten König verweigern sie die Rückkehr. Sie erzählen Herodes nicht, wo sie das Kind gefunden haben, sondern kehren heim, auf einem anderen Wege. Die Könige, auch Könige, sie fühlen sich offensichtlich nicht bedroht, weil da ein neuer König kommt. Sie hoffen auf diesen König und mit ihm auf eine gute Zukunft für alle Menschen. Manchmal kann Zukunft nur geschehen, weil Menschen hoffen und glauben, dass sie gut wird und weil sie sich daher für sie einsetzen. Manchmal kann Zukunft nur geschehen, weil unser Gewissen uns trägt und uns so zur stärksten Triebkraft wird. Die heiligen drei Könige, Gott sei Dank, folgten sie ihrem Gewissen und ihrem Herzen und öffneten der Heilsgeschichte damit Tür und Tor. Zukunft, sie kommt, weil Zeit nun einmal nie stillsteht. Mal kommt die Zukunft freudig erwartet, mal vom sorgenvollen Blick begleitet.
Manche nehmen die Herausforderung, Zukunft zu gestalten, gerne an. Sie vertrauen, lieben, wagen neue Wege und öffnen ihre Herzen. Andere schwelgen lieber in der Vergangenheit, wo alles viel, viel besser war, und wollen diese Vergangenheit um jeden Preis festhalten. Und dann schleicht es sich oft mit ein. Angst, Wut, Neid, und so nimmt Unglück seinen Lauf. Abgrenzung, Ausgrenzung, Hetze, Gewalt. Zukunft. Gott gestaltet sie immer mit. Er weht als ewiger Zeitgeist durch die Geschichte und erreicht die Menschen immer so, wie sie es gerade brauchen und verstehen können. Doch es liegt an uns, ob wir zuhören, ob wir uns erreichen lassen, ob wir mitgestalten, ob wir uns auf einen Weg einlassen und vertrauen, ob wir uns einlassen auf Gottes Friedensweg für diese Welt. Z wie zerreißend, U wie ungewiss, K wie konfus, U wie unglaublich, N wie neu, F wie frei und T wie traumhaft. Frohe Weihnachten. Amen. Es wird nicht immer dunkel sein, so klingt seit alter Zeit das Wort der Hoffnung hell hinein in Menschentraurigkeit. Und halten auch die Hirten noch im Finstern ängstlich wacht, hat doch Gott schon den Himmel aufgemacht. In der Nacht hat doch Gott schon längst den Himmel aufgemacht. Kann so viel Licht im Dunkel sein, Schatten sind, lässt Gottes Licht sich sehen. Noch ist es klein, so wie das Kind, vor dem die Hirten stehen. Danke Gott, dass endlich Weihnachten ist. Jetzt ist die Zeit der Freude. Wir glauben, dass auch heute durch dein Licht Menschen verändert werden können. Und wir bitten dich für alle, die keine Liebe erfahren, deren Dunkelheit sie zu verschlingen droht, sei du ihnen ein Licht in der Finsternis. Die Engel haben in der heiligen Nacht vom Frieden gesungen. Doch bis heute herrscht nicht überall Frieden.
So bitten wir für alle, die dort leben, wo Krieg herrscht, die auf der Flucht sind, kein Dach über dem Kopf haben und nicht wissen, wohin. Öffne unsere Herzen für sie. Sei ihnen ein Licht dort, wo sie gerade sind. Dein Stern weist den Weg nach Bethlehem, Gott. So bitten wir, dass auch wir deinem Stern folgen können. Dass die Botschaft von Frieden und Versöhnung stärker sein mögen als Angst, Wut und Hass. Zünde dein Licht in uns an, dass wir mutig und voller Hoffnung in die Zukunft gehen. Alles, was uns bewegt, alles, was wir auf dem Herzen haben, an Schönem und an Schwerem, legen wir in das Gebet, das Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind jetzt schon fast am Ende mit unserem kleinen Wohnzimmer-Weihnachtsgottesdienst. Wer noch nicht genug hat und noch ein bisschen Lust hat auf die ganze Weihnachtsgeschichte, dem empfehle ich das Krippenspiel, das ihr ebenso wie diesen Gottesdienst auf unserer Homepage findet. Die Gemeinde der Online-Kirche hat aufgenommen. Von verschiedenen Orten, von einzelnen Menschen ist dort
etwas entstanden, was Gemeinschaft ausdrückt. Also ganz passend zu dem, was wir ihr heute machen. Und dann bleibt mir noch, um eine Spende für Brot für die Welt zu bitten. Wie jedes Jahr an Weihnachten sammeln wir auch dieses Jahr für dieses Projekt. Und ihr werdet am Ende die Spendendaten im Video finden. Nun bleibt mir noch, euch auf den Weg zu schicken. Wir haben den Blick in die Krippe gewagt. Wir sind mit den Figuren ein Stück in die Geschichte gegangen. Und nun können wir aufbrechen. Aufbrechen in die Weihnachtszeit. Aufbrechen hin zum Ende des Jahres und in ein neues. Das wollen wir mit dem Segen Gottes tun. Es segne euch Gott, der Vater, der uns alle im Anfang geschaffen hat, der seinen Sohn gesendet hat in diese Welt. Es segne uns Jesus Christus, das kleine Kind in der Krippe, das das Licht ist, das für uns alle scheint und mit dem wir aufbrechen können. Und es segne uns der Heilige Geist, der diese Welt durchzieht und den wir spüren können, wenn wir innehalten und zuhören. So geht gesegnet in diese Nacht, geht gesegnet in das Leben. Gott wird immer dabei sein. Es segne uns Gott, Vater, Sohn und der Heilige Geist. Amen. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein, der immer schon uns nahe war, stellt sich als Mensch den Menschen dar. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht enden.